Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu A Game of Dwarves. In der letzten Aufnahmesession haben wir erfolgreich den grünen Magier im Kommunikationszentrum besiegt und damit den Weg nach Helland geöffnet. Yay. Wir haben den orangenen Kristall dabei bekommen und haben jetzt wieder zwei neue Missionen zur Auswahl. Einmal eine neue Schatzsuchermission. Also wo wir Ausrüstung für unseren Prinzen kriegen, eine Rüstung und eine neue Krone und den gelben Kristall. Namentlich die nördliche Grenze und das Testgelände. Wobei das Testgelände diesmal nicht so aussieht, als ob wir dort einem Magier begegnen. Aber das werden wir ja sehen. Gut, wir starten mit der nördlichen Grenze, weil das Testgelände ist mal wieder ein Gefahrenbereich. Gefahrenbereich diesmal, nicht Gefahrenzone. Sonst war es ja immer eine Gefahrenzone, oder? Ja, Gefahrenzone, Gefahrenzone. Und ja gut, das Elfenloch, da sieht man auch keinen Magier, aber wir werden sehen. Wahrscheinlich lockt uns da ein Magier in die Falle, weil es gibt ja abgesehen vom Magikus noch zwei Magier. Den Magikus werden wir hier oben in seinem Turm begegnen. Gut, starten wir ins Test ins... Nein, ins die nördliche Grenze rein. So, ich hoffe, wir sind noch alle da. Wir können gleich mal... The King has spoken. Hallo, so, könnt ihr mich hören? By the beard. Ja, kann ich. Ich habe eure Nachricht erhalten. Stimmt es, was ihr zuvor sagtet? Stop dilly-dallying and pay attention. Jawohl, anscheinend habt ihr den Magiern tatsächlich etwas Angst eingejagt. Sie haben Verstärkung angefordert. In den Tunneln des Gebiets, in dem ihr euch befindet, ist eine ganze Horde Grünhäute unterwegs. What must I do for someone to listen to me? Also schickt ihr mich dorthin, wo mit einer ganzen Horde an Feinden zu rechnen ist? Hear me speak. Genau, viel Glück. Okay. König Vater weiß, was er tut, hoffe ich mal. Hier können wir ausheben. Und diesmal haben wir nicht ganz so viele Zwerge. Wir haben zum Beispiel nur einen Miner, dafür haben wir drei Jungzwerge. Wir haben nicht mal einen Gelehrten. Das heißt, unsere Forschung wird erstmal sehr langsam sein. Und wie sollen wir sie aufhalten? Mugs down, helmets off. Gut, ich werde es euch verraten, aber dann schuldet ihr mir etwas. In diesem Gebiet gibt es drei Tunnel und am Ende jedes Tunnels befindet sich ein großes Tor. Dorthin müsst ihr euch begeben und einen Knopf finden, der das jeweilige Tor schließt. Wenn ihr mit jedem Hebel interagiert habt, ist es geschafft. Listen up! Und wo befinden sich diese Hebels? Diese Hebel? Put down the ale and listen. Schaut euch bei den Toren um, sie können nicht allzu weit von ihnen entfernt sein. Ja, gut. Wir sehen da hinten schon mal eine Teleportersphäre. Also schätze ich mal, dass wir auf jeden Fall in die Richtung graben müssen. Oh, und unter uns ist gleich ein Raum. Das ist nicht so gut. Weg damit. Ja gut, wir haben das große Glück, dass wir dank der Forschung, also den Forschungs-Perks unseres Prinzen bereits alle Stufe 1 Forschung haben und dass wir passiven Forschungsbonus erhalten. Deswegen können wir ziemlich schnell solche Sachen hier freischalten. Weißt du was? Ich mach gleich mal einen von euch zum Bergarbeiter. So. Dann gehe ich mal nach oben. Ja, wir sind in der Wüste. Achso, und hier ist noch ein Weg nach unten. Der von Orks gehalten wird. Ah ja. Deswegen wahrscheinlich. Wir können hier die beiden Fackeln mal verkaufen. Und die Termitenhügel. Ja, ich glaube, das sind Termitenhügel. Definitiv interessant. Okay, wir haben ein paar Problemchen. Naja, nicht wirklich. Wir können hier das Gebiet hier nutzen, um
Sachen anzubauen. Wir sollten auch hier unseren Spawnraum etwas vergrößern, denke ich mal. Und dann machen wir hier wieder Gemeinschaftsraum. So, gucken wir uns mal die Quests an, während die am Arbeiten sind. Das obere Tor. Dies ist eines der drei Tore, die wir zum Fernhalten feindlicher Verstärkung von Wanderheim schließen müssen. Wollen wir Erfolg haben, so müssen wir es finden und schließen. Das obere Tor ist der Oberfläche wahrscheinlich am nächsten gelegen. Ich habe aber ein starkes Bauchgefühl, dass es nur über die Ork-Festung auf der Oberfläche erreicht werden kann. Zum Tor unterhalb der Festung werden wir uns wahrscheinlich den Weg freikämpfen müssen. Also das ist das da drüben. Das mittlere Tor. Dies ist eines der drei Tore, die wir zum Fernhalten feindlicher Verstärkung von Wanderheim schließen müssen. Wollen wir Erfolg haben, so müssen wir es finden und schließen. Das mittlere Tor befindet sich höchstwahrscheinlich irgendwo in der Mitte dieses Gebietes. Es sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Das untere Tor. Dies ist eine der drei Tore, ja. Das untere Tor befindet sich wahrscheinlich am tiefgelegensten Ort dieses Gebietes. Hoffentlich ist es nicht so schwer zu finden. Eine Puppe zu üben. Da dieses Gebiet vor Feinden vermutlich nur so wimmelt und noch weitere auf dem Weg hierher sind, müssen wir unsere Soldaten gut ausbilden. Wir sollten uns einige Übungspuppen bauen, damit sie stärker werden. Eine Falle. Aufgrund der Gefahr von massiven feindlichen Verstärkungen überrannt zu werden, müssen wir Feinde mit Hilfe von Fallen in Schach halten. Wir sollten uns zur Verteidigung unserer Siedlung einige Fallen bauen und sie an strategisch wichtigen Positionen platzieren. Also am besten einen Fallengang bauen. Eine Prüfung für Krieger. Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur einer der Verstärkungstruppen an uns vorbeikommt und die von uns eroberten Gebiete angreift. Zur Verteidigung unserer Heimat müssen wir eine große Anzahl von Feinden besiegen. Ab jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, sehr gut. So, wir haben zwei Punkte. Ich würde das am liebsten jetzt mal erst in Handwerks verbessern. Nee, halt. Am liebsten erstmal im Maschinenbau. Das wären Fallen und bessere Spitzhacken und den Plattenpanzer kommen vor allem. Und dann stelle ich schon mal hier zwei Übungspuppen auf. Und ja, hier sieht es wirklich so aus, als ob wir gut an... Boden kommen. So, du trainierst schon mal. Wenn du Stufe 3 bist, mache ich einen von den beiden. Obwohl, wenn du Stufe 5... werde ich sehen. Ah, wir bräuchten schon mal ein bisschen Verschönerung. Und da kommt es mir ja gerade recht, dass wir hier den Thronsaal haben. Kann ich hier schon mal ein bisschen Verschönerung platzieren. Hierfür brauche ich mehr Steine für die ewigen Feuerschalen. Und die würde ich auch gerne da platzieren. So, der Raum wäre theoretisch auch fertig. Da drüben wäre ein Raum. Ja, ich gehe mal hier... Hier oben nichts von so viel Gefahr aus, wollte ich gerade sagen. Deswegen könnte ich eigentlich schnurstracks hier rüber graben. Aber ich muss bedenken, ich muss auch neue Räume einplanen. Also wir brauchen nicht nur einen Generatorraum, einen Forschungsraum, sondern jetzt auch einen Generatorraum auf jeden Fall. Dass wir dort Generatoren reinstellen können. Wahrscheinlich am besten die Obsidian-Generatoren. Die Titan-Generatoren, Mist. Ich brauche meinen Titan aber doch. Egal jetzt. Erst einmal die
hübschen Feuerschalen das ewige Feuer platzieren. Wenigstens eins davon. Und dann machen wir den Raum noch zwei größer erstmal, dass wir hier genug Platz für ein paar Betten haben. Denn sowas wie bei der letzten Mission, wo ich die Betten da so komisch an die Wand gestellt habe, möchte ich gar nicht mehr machen. Das sah für mich einfach zu seltsam aus. Die Trainingspuppen verschiebe ich mal nach da unten gleich mal. Und ich baue hier schon mal... Habe ich eigentlich schon einen Arbeiter? Ja, ich habe schon einen Arbeiter. Hier baue ich dann schon mal den Düngestein hin. Der kostet ja auch Stein. Fällt mir gerade so ein. Und ich kann schon mal zwei der Betten verschieben. Bett frei, Bett frei, Bett. So. Da haben wir Platz für 6 Betten insgesamt. Das dürfte fürs erste reichen. So, ich könnte dich theoretisch schon mal zum Militärzwerg machen. Aber wir müssen erst einmal die Nahrungsversorgung gewährleisten, also die Nahrung und Holzversorgung gewährleisten. Gut. Ich habe hier 3 Felder für Holz. Wobei ich, wenn ich den umstelle, hier hin. Hätte ich hier noch 2 Felder frei. Aber die 5 Felder hier bringen mir nichts. Nee, ich lasse das so. 3 Felder für Holz und 4 für Nahrung. Dann gehe ich halt später auf die besseren Holzpflanzen. So, Radieschen und Holz. So. Gleich mal 2 Arbeiter. Und wenn du auf Stufe 3 bist, was so schnell sein solltest, eigentlich... können wir den anderen auch zum Arbeiter machen. So, da noch ein ewiges Feuer. Oh, ich habe noch mehr Stein und Holz, Gold gefunden. Ah, das Gold ist gar nicht mal so schlecht, dass das da liegt. Wobei das mal wieder meine Bettgeschichte durcheinander bringt. Was aber eigentlich halb so wild ist. So, noch einen Punkt für bessere Spitzhacken und dann den Plattenpanzer. So. Dich würde ich gerne hier so aufstellen. Dich daneben. Dich kann ich gerade nicht klauen. Dich auch nicht. Und hier ist überall Stein. Aber ich bräuchte den Stein theoretisch. Das Problem ist echt dieser Eisenblock. Weil der ist direkt unter dem kleinen Raum da. So, mein Krieger ist Stufe 5. Dann lassen wir den auch mal bei Stufe 5. Kann ich Türen bauen? Ja, kann ich.
So, bau mal eine Tür. Der geht durch die noch nicht gebaute Tür durch. So.